Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Therapreta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute das Thema Kläranlagen bzw. Kleinkläranlagen vor allen Dingen. Und ja, das ist ein ganz großes Thema. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger erzählen. Also auch wieder die 40 Minuten nicht unterschreiten. Aber für die, die nicht ganz so viel gucken wollen, die nur wissen wollen, wie viel, was soll ich jetzt bei meiner Kleinkläranlage machen, damit die wieder läuft, damit die nicht stinkt und weniger Schlamm hat und mit EM bessere Ablaufwerte hat. Ganz simpel. EMA bzw. Triaterra aktiv. Einmalig 5 Liter auf die Kleinkläranlage. Das geht so von 4 bis 10 Leute, ne? Die da dran hängen. Also einmalig 5 Liter in die Kleinkläranlage über irgendwelche. Oh, da blitzt und donnert. Das ist schön. Wir haben gerade ein bisschen Regen und Gewitter. Und ich kann das hier schön aus meinem Fenster aussehen. Sie nicht. Wir machen mal eine kleine Rundtour. Vielleicht zeige ich nochmal unsere Kläranlage. Dass ich da nochmal ein kurzes Video zwischenschiebe, wo ich unsere eigene Kläranlage zeige. Genau, also in Ihrer Kläranlage, in Ihrer Kleinkläranlage, wenn Sie es mit ihr machen wollen, 5 Liter auf einen Schlag. Dann 0,5 Liter für 10 Wochen, jede Woche einmal. Also nochmal 5 Liter auf einen Schlag, dann 0,5 Liter 10 Wochen lang jeweils. Nochmal 5 Liter, dann sind es die 10 Liter hier alle. Und dann hat man das gut in eine neue Mikrobiologie gebracht, in mäßiger Fermentation statt Fäulnis. Wir haben die besseren Ablaufwerte, der Geruch ist weg, der Schlamm baut sich ab. Wir brauchen weniger Sauerstoff. Und dann, damit es stabil bleibt in dieser Region, wenn noch starke Belastung ist, kann man nochmal einen halben Liter reinmachen. Oder wenn man eben lange die Kläranlage benutzt hat, wenn es irgendwo im Garten ist oder so, dann nochmal einen halben Liter rein. Ansonsten reicht das, wenn man alle ein, zwei Monate mal ein bisschen EM reinmacht. Oder in EM zum Putzen im Haushalt verwendet, also dass es da ab und zu mal reinkommt. Genau, also 5 Liter auf einen Schlag, 0,5 Liter. Für 10 Wochen und dann alle ein, zwei Monate mal EM rein, beziehungsweise ab und zu EM im Haushalt verwenden. Und dann speziell, wenn die Kläranlage neu gestartet wird, also zum Beispiel in der Wochenendhaus nach dem Winter neu gestartet wird, beziehungsweise starken Input bekommt, weil jetzt ein Seminar ist und 30 Leute auf einmal da sind, dann kann man ruhig nochmal einen halben Liter extra geben, dass die gut funktioniert. So, aber ganz so schnell wollte ich eigentlich nicht sein. Ich wollte eigentlich erst mal erzählen, hören Sie das Platschen vom Regen? Ich hoffe, das kommt auf Mikro gut rüber. Ich sitze hier auf meinem, in meinem ausgebauten Dachanbau und kann hier aus dem Fenster gucken und da aus dem Fenster gucken. Es ist schön dunkel gerade. So, Kläranlagen. Kläranlagen, wir verkaufen ja auch Komposttoiletten. Hier steht eine Komposttoilette, von der Sie nicht so viel sehen. Aber das ist mein kleiner Beistelltisch. Und Komposttoiletten sind tatsächlich ein komplett anderes System als Kläranlagen. Denn in der Kläranlage vermischen wir erstmal unsere ganzen Fäkalien mit Wasser, inklusive Duschwasser und Putzwasser und Spülmaschinenwasser und Waschmaschinenwasser. Alles in eins. Wir mischen das alles gut. Dann kommt es eben in eine Kleinkläranlage oder eine öffentliche Kläranlage. Und dann wird es entweder versickert oder kommt in einen sogenannten Vorfluter, sprich irgendeinen Fluss. Und bei der Komposttoilette haben wir wirklich nur einen Eimer. Wir haben das Material trocken, oft sogar getrennt mit dem Urin, den wir dann extra verwenden als Schnelldünger. Ansonsten haben wir das getrennt, trocken. Und wenn wir das auf den Kompost bringen, dann haben die Mikroorganismen da viele Monate. Erstmal wird es noch in einem Eimer fermentiert, aber dann haben sie nochmal viele Monate Zeit, 3, 6, 12 Monate auf dem Komposthaufen, um das gut zu vererden. Und das, die normale Kläranlage hat ein paar Stunden Zeit, ne? Aufenthaltszeit in einer normalen Kläranlage, irgendwas zwischen 4 und 12 Stunden. Kleinkläranlagen, weil die meistens größeres Volumen haben, auf die Leute meistens ein paar Tage. Eine Woche oder so, vielleicht sogar 10 Tage Aufenthalt in der Kleinkläranlage. Aber im Wesentlichen Komposttoiletten das Material konzentriert und nicht mit wahnsinnig viel Wasser verdünnt und dann über Monate, viele Monate kompostiert, beziehungsweise erst einen Monat fermentiert und dann
sechs Monate bis ein Jahr kompostiert. Und in der Kläranlage haben wir nur wenige Stunden Zeit. Aber das ist ja das, was die meisten machen, Kläranlagen. Und ich habe auch eine kleine Kläranlage hier, habe ich das Glück gehabt, dass in unserem Dorf nicht der Anschluss an die große Kläranlage, an öffentliche Kläranlage, in Parchim wäre das in dem Fall gewesen, Zwang war, sondern die Rohrlängen sind hier so weit, dass sie uns glücklicherweise gestattigt haben, nicht unser Haus zu verpfänden, damit wir hier ein paar Rohranschlüsse kriegen. Das geht ja an die Zehntausende, die damit unterhaben wollen, die Abwasserzweckverbände von den kleinen Hausbesitzern, wenn sie da ein Rohr hinbauen. Sondern, dass wir selber eine Kläranlage bauen durften. Bis 2025 oder 2035 hat man jetzt so eine Genehmigung für einen Kleinkläranlage. Und danach ist dieser ganze Unsinn mit diesen zentralen Kläranlagen hoffentlich auch schon lange gegessen. Kläranlagen sind eine faszinierende Technologie und um die soll es heute gehen, um die Technologie der Kläranlagen, wie das funktioniert. Und da gibt es ja ganz viele Varianten. Das war so das Erste, was ich so mich erinnern kann. Ich habe in meiner Schulzeit schon öfter Kläranlagen besucht, in meiner Studienzeit Kläranlagen besucht. Selbst heute noch, wenn man einen Tag der offenen Tür gibt und man kann die Wasserwerke und das Abwassersystem besuchen, dann besuche ich immer noch mit Begeisterung die Kläranlagen und schaue mir die an, die großen Kläranlagen, wie die funktionieren, was das System ist. Und inzwischen kann ich Ihnen sagen, wenn Sie versuchen, sich mit Kläranlagen zu beschäftigen, Sie werden wahnsinnig verwirrt, weil Sie sich mit einem Dutzend verschiedenen Kläranlagenmodellen auseinandersetzen müssen. Aber hier ist die beiden Sachen, die immer die Grundlage sind jeder Klärung von Abwasser. Es sind nämlich immer die gleiche Mikrobiologie. Es ist nicht so, dass einmal die Pflanzen klären und einmal macht das die Technik und einmal die. Nein. Sind immer die gleichen Mikroorganismen, aerobe atmende Mikroorganismen im Wesentlichen, die die Abbauleistung da vollbringen. Und die Frage ist nur, diese Mikroorganismen müssen irgendwo drauf sitzen, die brauchen eine Oberfläche. Da gibt es verschiedene Verfahren und die brauchen Sauerstoff, Luft. Die beiden Sachen müssen irgendwie gewährleistet sein. Oberfläche und Sauerstoff bzw. Luft, das muss irgendwie in Kontakt kommen mit diesen Mikroorganismen, dem Abwasser und dann funktioniert das. Alle anderen Sachen sind eigentlich nur Verfahren, wie kriege ich die Oberfläche, wie kriege ich den Sauerstoff an die Oberfläche, an die Mikroorganismen mit dem Abwasser, wie kriege ich das zusammen technisch, dass das möglichst einfach funktioniert. Deswegen, das können Sie sich also merken. Das Prinzip ist immer das gleiche, auch bei der Pflanzenkläranlage, auch bei der Tropfkörperanlage, auch bei den öffentlichen Kläranlagen, auch bei den SBR-Anlagen, Sequential Batch Reactor, sequentielle Batch-Reaktoren, auch bei der Membranfiltration oder CBR oder STBR, alles das gleiche Prinzip, Mikroorganismen, die den Abbau leisten, die sich spontan entwickeln, man kann die mit denen ein bisschen beschleunigen und steuern, aber das sind im Wesentlichen aerobe Mikroorganismen, gemischt mit anaeroben, die dann in der anaeroben Phase passieren, aber Mikroorganismen, die sich da entwickeln und eine Oberfläche. Das sind immer die beiden Voraussetzungen, die wir brauchen. Und das andere sind nur technische Systeme, wie leisten wir das, inklusive der Pflanzenkläranlage. Standard ist eigentlich immer heutzutage, ich sag mal in der Kleinkläranlage, man hat diese Dreikammergrube, manchmal eine Zweikammergrube. Das heißt, das ist schon Standard allein zur Vorklärung, selbst für eine Pflanzenkläranlage, wo die Klärstufe ja im Wesentlichen in der Pflanzenkläranlage stattfindet, hat man die Zweikammergrube oder Dreikammergrube als Vorklärung. Und da kommt das Abwasser erstmal rein, dann setzt sich da alles ab, was ich absetzen kann, Schwimmschlamm schon oben, dann geht es in die zweite Stufe, weder der Schwimmschlamm noch das Abgesetzte geht nicht, sondern geht in die zweite Stufe, da findet auch eine Absetzung und Schwimmschlamm statt, in die dritte Stufe. Und in der dritten Stufe hat man dann im Allgemeinen die den Sauerstoff und die Belebungsverfahren. Sprich, da wird der Sauerstoff eingeblasen und da wird die Luft eingeblasen. Und da entwickelt sich im Wesentlichen die Mikrobiologie, weil die entsprechend Sauerstoff braucht, um das abzubauen. Denken Sie an Ihre Fäkalien, Ihre Scheiße. Urin ist ja nicht viel drin, aber die festen Fäkalien, die Scheiße, da ist richtig Kohlenstoff drin, ne? Und das organisches Material, das bisschen, was noch über die Dusche kommt, über das Abwasser, über das Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine, das ist auch fast vernachlässigbar. Das meiste ist wirklich
sei denn, man arbeitet irgendwie in der Bäckerei oder Fleischerei oder wo man ganz viel organische Dreckreste mit wegspült. Aber im Wesentlichen ist es die unsere eigene Ausscheidung, die feste Ausscheidung, die den großen Anteil der Klärleistung ausmachen. Das muss abgebaut werden. Und das wird am einfachsten eben abgebaut. Anaerob kann es nur bis zu einem bestimmten Punkt abgebaut werden. Dann wird es eben so ein Schlamm. Und dann kommt aber der Sauerstoff ins Spiel. Also der Sauerstoff, den brauchen wir dann, um diese organischen Substanzen, da ist drin Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, die müssen komplett veratmet werden mit Sauerstoff zu Wasser und Kohlendioxid und gelösten Mineralien abgebaut werden. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Dann, was dabei hinten rauskommt, sogenannter BSB und CSB, biologischer und chemischer Sauerstoffbedarf, ist im Grunde das Gleiche. Das eine ist chemisch gemessen, das andere biologisch gemessen. Und das ist im Grunde das, was der Hauptwert ist, der nachher interessiert. Wie gut war denn die Kläranlage? Wie gut hat es diese organische Substanz abgebaut? Und desto mehr organische Substanz noch drin ist im Abwasser, dann muss eben noch, ist der biologische Sauerstoffbedarf, der chemische Sauerstoffbedarf für das Abwasser, um das noch auf Null zu klären, eben so und so hoch. Und wenn es eine sehr gute Kläranlage ist, dann liegt die eben bei, ja, Grenzwerte sind glaube ich bei 150 oder so. Bei einer guten Kläranlage liegt das irgendwie weit unter 50. 100 oder unter 50, so in dem Bereich. So, hier mal ein kleiner Einspieler von draußen, von unserem Garten, von unserer Kläranlage. Und das wichtigste Prinzip, was wir ja umsetzen wollen, was wir lösen wollen, ist, dass die Nährstoffe unseren Garten nicht verlassen, beziehungsweise unser Haus, sondern dass wir die im Kreislauf führen und dann in unserem Garten auf unseren Flächen immer fruchtbare Böden schaffen, vorzugsweise Terra Preta. Das kann man mit unserer Komposttoilette machen, aber diese Schließung des Nährstoffkreislaufs realistischerweise an ganz vielen Orten ja auch mit Kläranlage bzw. Kleinkläranlage. Wir hatten das Glück, dass wir eine Kleinkläranlage bauen durften bei uns und nicht zwangsangeschlossen wurden, weil wir weit genug weg sind von der Parchimer Kläranlage. Und wir haben eine, hier ist unser Haus, da kommt das Wasser her, ne? Und hier ist unsere Kleinkläranlage und man sieht schon an der Box hier daneben, das ist eine Apuris, ganz eines der günstigsten und simpelsten Systeme. Da ist noch nicht mal eine Pumpe dabei. Nur ein Kompressor, der dann in regelmäßigen Abständen gesteuert Luft reinbläst. Und das ist auch das Prinzip, was wir für eine Kläranlage empfehlen würden. Die sogenannte SBR, sequentielle Batch-Reaktoren, also mit entsprechend programmierten Programmen ab und zu belüftet. Und man sieht hier sehr schön die drei Kammern. Erste Kammer, da kommt das Dicke rein, setzt sich ab oder schwimmt oben drauf. Zweite Kammer ist dann nur noch das Dünne, das da nochmal abgeschöpft wird sozusagen. Und dritte Kammer, da spielt die Musik. Man sieht jetzt gerade, dass es da schäumt und blubbert. Da presst der Kompressor gerade unten Luft rein. Und das ist dann sozusagen die dritte Phase, dass alle Nährstoffe, die ich jetzt nicht anaerob abbauen können, ohne weiteres, dass die hier mit Sauerstoff umgesetzt werden, damit entsprechend die organische Materie abgebaut wird, komplett zu Kohlendioxid und Wasser mineralisiert wird, die Nährstoffe. Genau, und das hier ist die Apuris, da fehlt jetzt der Deckel, der schwimmt irgendwo da drin rum, ist aber auch nicht so wichtig. Und sonst ist eigentlich nichts drin, nur dieses Gerät, und da steigt dann langsam das saubere Wasser auf, wenn das dann ausgeschaltet wird. Da drin steigt das saubere Wasser langsam aus und da Überschussschlamm wird hier auch durch die Luft rausgepumpt und so weiter. Also das ist ein ganz simples System, was dann im Normalfall so konstruiert ist, dass das Wasser versickert wird. Mit EM kann man solche Systeme, also ohne EM sind die mitunter nicht stabil zu betreiben, das ist so. Wenn man da mal eine stoßweise Beschickung hat, mal einen Monat nicht da ist, bricht die Biologie zusammen oder wenn
aggressive Reinigungsmittel reinkommen oder so, wird schwierig. Wenn wir da regelmäßig EM reinmachen oder speziell, wenn man wieder mal kommt, aus dem Urlaub wiederkommt oder stark ein Fest hat und ganz viele Leute kommen oder ein Seminar, dann mal einen guten Schluck EM rein und dann läuft die Anlage und zum Starten, wie gesagt, das klären wir noch 5 Liter EM auf einen Schlag und dann 0,5 Liter über 10 Wochen und dann ab und zu mal einen Schluck EM und dann läuft die in dieser positiven Mikrobiologie mit ganz wenig Schlamm. Wir haben letztens mal geguckt, wie viel Schlamm wir da drin haben. So gut wie nix. Das Ding wurde 5 Jahre nicht abgefahren. Da ist wirklich auch in der ersten Kammer, obwohl da ja kein Sauerstoff drin ist, nur flüssig, nur ein bisschen dunkleres Wasser, aber kein Schlamm drin. Jetzt werden sie uns wahrscheinlich zwingen, trotzdem Schlamm abzufahren, obwohl keiner drin ist. Aber die Schlammmengenmessung ist immer minimal. So, und normalerweise wird das Wasser hier, was hier dann gereinigt rauskommt, hat ja immer noch eine ganze Reihe Nährstoffe. Magnesium, Kalium, Calcium, Phosphor, eben die gelösten Mineralien und ganz einen gewissen Teil an organischen Nährstoffen, eben diese BSB, biologischer Sauerstoffbedarf, chemischer Sauerstoffbedarf, ich glaube bis 100 geht es da mit dem Grenzwert. Und der wird normalerweise einfach im Untergrund im Grundwasser versickert oder in den nächsten Vorfluter, sprich irgendein Kanal, Fluss, Bach, letztlich ins Meer geschüttet oder eben ins Grundwasser gelassen, an einer Stelle, wo der überhaupt nichts zu suchen hat. Und unsere Empfehlung wäre, oder so haben wir es gemacht, wir haben einen Pumpenschacht gemacht. Wir wollten das nicht loslassen, unser schönes nährstoffreiches Wasser, sondern wir wollten das oben an der Oberfläche haben, da wo die Pflanzen es nutzen können, damit es nicht unser Grundwasser mit Nährstoffen belastet, sondern den Pflanzen, dem Oberboden da zum Bodenaufbau und zum Pflanzenwachstum zur Verfügung steht. Und dazu haben wir hier, man sieht es jetzt nicht, ne, aber hier ist ein Rohr verlegt bis zu einem Pumpenschacht. Das muss man nicht ganz so weit wegmachen, aber wir wollten es in der Mitte vom Garten haben. Hier ist also, hier fließt das gereinigte Abwasser hin. So. Mach mal auf. Sauberes Wasser da unten. Da unten sieht man die blaue, den blauen Schwimmer von der Pumpe, der anspringt, wenn das Wasser hier ansteigt und der entsprechend wegpumpt. Und unser Teich ist hier gleich daneben. Den haben wir am Anfang auch damit gefüllt. Machen wir inzwischen jetzt nicht mehr so regelmäßig oder gar nicht mehr. Also im Frühjahr habe ich es mal gemacht, damit ein bisschen Nährstoffe reinkommen für unsere Zucht hier von Hornkraut und Krebsschere. Aber ansonsten sind das zu viel Nährstoffe, selbst so gereinigt sind das zu viel Nährstoffe für den Teich. Das kann er in der Menge nicht verdauen. Dann sieht man hier unseren Schlauch und will mal abkürzen, da geht es weiter. Unser Schlauch, den legen wir dann also regelmäßig auf die Wiese, in die Hecke, an Bäume, wo wir gerade Wasser brauchen. Da legen wir dann gerne mal diesen Schlauch hin und haben, naja, oh, was kommt bei uns täglich durch? Vielleicht ein halber Kubikmeter, halber bis ein Kubikmeter Wasser, den wir hier als umsonst Wasser, nährstoffreiches Wasser für die Bewässerung haben. Und die Alternative wäre, eben dieses Wasser in den Untergrund zu verklappen, als Grundwasser, Versickerung, was ja auch nochmal eine ganze Menge Geld kostet, so eine Grundwasserversickerung. Da muss auch ein Schlauch gelegt werden, da muss irgendwie Kies gescheut werden, dann muss da, also nicht ein Schlauch, ein Rohr mit entsprechenden Löchern gelegt werden. Ah, da kommt gerade Wasser. Da kommt unser Abwasser und manchmal machen wir auch noch einen Sprenger dran, wenn wir es auf den Rasen legen. Und hier legen wir es jeden Tag einen Meter weiter, sodass wir schön den Boden hier aufladen mit den guten Nährstoffen. Man sieht hier auch noch, dass wir gemulcht haben mit Holzhackschnitzel und da ist auch immer Triatera Streu drin. Also hier kann sich dann schön Terra Preta bilden. Genau, also das wäre unsere Empfehlung. Eine ganz einfache, billige Kläranlage mit, also SBR-Anlagen sind da typischerweise die günstigsten Sachen. Die laufen ja alle biologisch und mit EM kann man die Biologie, die Abbauprozesse der Mikroorganismen dann auch deutlich beschleunigen, deutlich verbessern, sodass kein Schlamm anfällt und man hervorragende Ablaufwerte hat. Und dann
würden wir eben empfehlen, dass wir da nicht unbedingt eine Pflanzenanlage machen. Pflanzenanlage geht auch, wunderbar, aber ist ja erstmal meistens ein gutes Stück teurer und zweitens nimmt es ein gutes Stück Platz weg. Würde ich also nicht unbedingt prinzipiell empfehlen, sondern wenn es sich anbietet, so eine SBR-Anlage, eine günstige, die mit EM betreiben und das Wasser aber dann im Garten als Bewässerungswasser verbinden. Besser kann man es nicht machen und dann kann man sogar mit dem Abwasser noch seinen halben Garten bewässern. Ja, wir haben hunderte von Kleinkläranlagen, die wir mit EM betreiben, aber vielleicht noch ein bisschen zu der Technik der Kleinkläranlagen. Also ich habe schon gesagt, es ist immer das Gleiche. Mikroorganismen, die auf einer Oberfläche sitzen, die brauchen Sauerstoff und da muss das Abwasser vorbeifließen. Vorklärung habe ich gesagt. Das nächste ist also die Frage der Belebungsverfahren. Das einfachste Belebungsverfahren, das, was ich Ihnen auch empfehlen würde, wenn Sie sich überlegen, irgendwas zu bauen, was wenig Platz braucht und leistungsfähig ist, sogenannte SBR-Anlagen oder alle Varianten davon, SDBR oder CBR. Das sind durchaus interessante Anlagen, da kaufen Sie sich ja im Prinzip die günstigste. Apuris Aquamax. Apuris ist ganz gut, weil er kaum extra Pumpen hat, also keine Pumpe hat, das ist nur ein Sauerstoffbelüfter und eine entsprechende Konstruktion und eine Ablaufregulierung wird über so ein Ventil, über so ein Kugelventil erreicht, dass das ab und zu mal aufgeht und zugeht, dass das dann stoßweise immer ablässt, das gereinigte Abwasser. Also eine Apuris-Anlage bzw. eine Aquamax-Anlage oder wie sie ganzen SBR-Anlagen heißen oder SDBR-Anlagen, also Sequential Batch Reactor, das wäre die Technik. Die einfachste Technik, die zurzeit für Kleinkläranlagen auf dem Markt ist, die billigste Technik. Da können Sie rechnen, wenn Sie das in ein bestehendes System, Zweikammer, Dreikammergrube oder auch Einkammergrube, die man ein bisschen umbaut, einbaut, dann können Sie da rechnen, dann sind Sie da irgendwo mit 2.000, 3.000 Euro dabei. Mehr brauchen Sie für so eine Kläranlage nicht und da haben Sie so im Jahr Stromkosten von, man sagt pro Person so 20 Euro oder so im Jahr Stromkosten. Also das ist absolut überschaubar von den Stromkosten. Besonders gering ist da sicherlich die Apuris-Anlage, die nur eine Belüftung hat. Aber die anderen Anlagen brauchen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr. Genau, und das bisschen Strom, allein die Wartung kostet Ihnen 150 Euro im Jahr, 100 bis 150 Euro im Jahr und eine Wartung müssen Sie machen, da sind die 20 Euro für den Strom, sind da nicht mehr, oder die pro Einwohner 40, 50 Euro für den Strom, dann insgesamt vielleicht, sind da nicht mehr der große Faktor, sondern da ist entscheidender, dass die Anschaffungskosten und die anderen Sachen. Ganz ohne Strom werden Sie bei den SBR-Anlagen nicht auskommen, auch bei einer Pflanzenkläranlage normalerweise nicht ganz, sei denn Sie haben so schönes Gefälle, dass sie das wirklich ohne Strom machen können. Aber auch das ist schwierig, weil sie dann nicht die stoßweise Beschickung haben. Also ganz ohne Strom werden sie bei modernen Kleinkläranlagen nicht hinkommen. Und wenn sie sowieso ein bisschen Strom brauchen, naja, dann nehmen sie ruhig ob die dann noch für 10 Euro mehr Strom im Jahr brauchen, das ist dann auch nicht mehr der Punkt. Da muss man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Pflanzenkläranlage sind ja so der Standard, sag mal, das ist die biologische Kläranlage. Wie gesagt, alle Kläranlagen sind biologisch. Und das Prinzip bei der Pflanzenkläranlage ist genau das gleiche wie bei den anderen Kläranlagen. Nur, dass wir hier nicht Luft einblasen, an die Oberfläche Luft zu bekommen und die Mikroorganismen mit Sauerstoff zu versorgen, sondern hier haben wir Kies, ein Kieselbett und da tropft das Abwasser durch dabei zieht es Luft in den Bodenkörper, also wenn das Abwasser so durchtropft, das wird immer stoßweise beschickt, dann tropft das so durch, dabei zieht es neue Luft rein und dann sitzen die Mikroorganismen auf den ganzen Kieseln und auf zum Teil auf den Pflanzenwurzeln, aber das geht auch schon ganz ohne Pflanzen, indem es einfach nur auf den Kies sitzt, die Mikroorganismen, und die machen die Klärung, die Mikroorganismen auf den Pflanzenwurzeln bzw. auf dem Kies. Und die Pflanzenwurzel hilft, indem es da ab und zu mal auch Sauerstoff reinbläst, Schilfwurzel bringt auch immer ein bisschen Sauerstoff in den Boden hält die Poren offen, weil es immer wieder neue Wurzelkanäle bildet und dadurch Belüftung und Offenheit des Systems langfristig ermöglicht. Aber es ist nicht so, dass die Pflanze die Abwasserklärung macht.
die Abwasserklärung machen. Die Mikroorganismen, die Pflanzenwurzeln unterstützen nur die dauerhafte Funktion der Kläranlage. Dass der Filter, dieser Kiesbett, dass das offen bleibt, dass das sich nicht mit Schlamm zusetzt. Anderes Verfahren haben wir mit dem SBR-Reaktoren, also diesen Sequential-Batch-Reaktoren. Da findet das alles im Wasser statt. Wir haben die dritte Kammer im Allgemeinen, die ist zweite oder dritte Kammer, in der wir das machen. Da kommt das vorgeklärte Abwasser, also da ist schon ein bisschen, hat sich schon der Schlamm oben abgesetzt und Schlamm unten abgesetzt. Und dann kommt das ohne Schwebstoffe oder mit wenig Schwebstoffen belastete Abwasser in diese Kammer. Da wird es dann mit Sauerstoff, mit Kompressor, wird Luft reingeblasen unten. Das wirbelt auch den Schlamm, der da drin ist, immer ein bisschen auf. Das macht die Oberfläche. Hier kriegen wir die Oberfläche einfach durch aufgewirbelten Schlamm. Die Mikroorganismen sitzen auf den Schlammteilchen, belebt Schlamm. Das wird durch Sauerstoff aufgewirbelt. Und da haben wir den Sauerstoff, da haben wir die Oberfläche, da haben wir die Mikroorganismen. Dann findet die Abbauleistung statt. Das macht man in bestimmten Abständen, deswegen sequenziell. Belüftet man mal 15 Minuten und dann wieder so eine Stunde nicht und dann wieder so. Und dann haben wir immer anaerobe Verfahren, aerob, also mit Sauerstoff, ohne Sauerstoff. Und dann funktioniert das. Das ist eigentlich, die brauchen eigentlich diese Vorklärgrube, brauchen sie bei Pflanzenkläranlagen genauso. Die ist auch genauso groß. Und genau auf dieser Vorklärgrube können sie die komplette Reinigung machen. Da brauchen sie nicht noch die Pflanzenkläranlage hinterher. Also die Pflanzenkläranlage hat deutliche Nachteile, weil sie einfach so einen großen Platzbedarf hat. Und ist es ja nicht so, dass sie dann sagen, Mensch, ich kann ja hier in meiner Kläranlage dann ein bisschen was anbauen oder so. Da steht dann Schilf und da ist meistens auch ein Zaun drumherum und da dürfen sie nichts machen. Ich empfehle eigentlich in der Kläranlage, dass wir das Abwasser, was durchgelaufen ist durch die Kläranlage, danach nehmen. Was normalerweise in der Tiefenversickerung kommt, dass wir das nehmen. Ich habe das bei mir, sammle das in einem Pumpenschacht, den ich mir extra habe dazu bauen lassen. Pumpt das dann hoch, da habe ich extra noch eine Tauchpumpe drin, die springt dann ab und zu an, wenn das voll wird. Die pumpt mir das hoch und dann setze ich das, versickere ich das oberirdisch und nicht unterirdisch. Und warum das? Denn das ist der große, große Mangel auch der ganzen Kleinkläranlagen heutzutage, der großen Kläranlagen, über die reden wir gar nicht. Aber der ganzen Kleinkläranlagen, das ist im Prinzip schon okay. Wir haben die Nährstoffe, die Klärung direkt am Haus, wir haben nicht ewig lange Wege, wir bringen das typischerweise nicht in den nächsten Fluss, sondern wir verteilen das sozusagen lokal, das Abwasser. Aber was machen wir damit? Wir machen es ins Grundwasser. Die typische Konstruktion ist eine Grundwasserversickerung, 1 Meter, 2 Meter tief. Wird da ein Versickerungsrohr eingebuddelt mit noch Kies, damit es auch ordentlich wegsickern kann. Und dann versickern wir das gereinigte Abwasser ins Grundwasser. Was für ein Blödsinn. Also wie kann man auf so eine Idee kommen? Und warum ist das so ein Blödsinn? Weil das Abwasser, ich habe ja gesagt, es ist immer noch ein gewisser Anteil organischem Material drin. Ne? BSB-Wert so und so viel Gramm Sauerstoff brauchen wir da noch pro Liter 50 Gramm oder Milligramm pro Liter brauchen wir dann noch, um das alles komplett zu oxidieren. Also da ist immer noch ein bisschen Organik drin. Auf jeden Fall sind drin die gelösten Mineralien, weil die werden ja nicht veratmet. Wir haben drin Magnesium, Kalium, bisschen Phosphor, Stickstoff, Nitrat und so gelöst. Und diese nährstoffreiche Brühe, die hat zwar jetzt kaum noch Mikroorganismen, die ist sehr sauber, hat kaum noch Organik, das haben wir weitestgehend abgebaut, aber durchaus noch einiges an gelösten Mineralien und diese in Anführungszeichen dieses nicht ganz saubere Wasser, denn perfekt sauber ist es nicht, sonst würde man es gleich wieder ins Trinkwasser einspeisen. Nein, es hat noch eine gewisse Belastung und anstatt das zur Bewässerung einzusetzen, um den Pflanzen zu geben, die das wollen, die lieben diese bisschen Organik und diese gelösten Nährstoffe, das ist wie ein ständiger Flüssigdünger für die. Anstatt das also oberflächlich auf dem Rasen, auf die Obstbäume, auf die Bäume prinzipiell, auf Hecken und Büsche und Bäume zur Bewässerung einzusetzen, was machen wir damit? Wir versickern das 2 Meter tief im Boden, es kommt in Grundwasser, das Grundwasser wird belastet mit Nitrat, mit Phosphor, mit, ja gut, Magnesium, Kalium ist jetzt nicht in dem Sinne eine Belastung, aber
ist ein wertvoller Nährstoff, warum soll der nicht an den oberflächlichen Boden? Also deswegen bin ich dafür, Pflanzenkläranlage ist nicht unbedingt nötig, das kriegen Sie auch mit dem sequentiellen Batch-Reaktor hin. Diese einfachen Verfahren Apuris Aquamax, die Sie sehr leicht nachrüsten können und dann das Wasser nicht versickern, sondern in einem Pumpschacht nach oben holen. Ist auch schon wieder die Konstruktion billiger, wenn Sie da nicht eine Versickerungsanlage noch dazu bauen. So, dann holen Sie das Material nach, holen Sie das Wasser nach oben und wie gesagt, setzen das zur Bewässerung ein. Damit können Sie auch einen Teich füllen, der wird zwar grün, aber immerhin können Sie da vielleicht ein kleines Feuchtgebiet von machen oder eben je nachdem den Schlauch mal da hinstellen an Ihre Lieblingsbäume, wo Sie das denn gerne gewässert hätten. Und auch wenn es im Winter die Pflanzen jetzt nicht großartig selber über die Wurzel aufnehmen, allein, dass es an die Oberfläche kommt, dass es in der Wiese, ins Feuchtgebiet, an die Hecke verwässert wird, bedeutet, dass die einen guten Teil der Nährstoffe im Boden zurückgehalten werden. Das heißt, wir haben nochmal eine Filterung. Es kommt, wenn der Boden, speziell wenn der Boden humusreich ist, wenn er Mulch hat, in Pflanzenwurzeln, dann nehmen die Magnesium, Kalium, Phosphor vor allen Dingen, nehmen die weg. Das wird nicht einfach weggesickert. Also besser als das Versickern im Untergrund ist es allemal. Und das wäre meine Empfehlung und ist auch mein System. Eine simple Kleinkläranlage, Apuris, Aquamax, irgendein sequenzieller Batchreaktor, den Sie für 2.000-3.000 Euro nachrüsten können. Ein Pumpenschacht dahinter, wo das Wasser sich sammelt und wo Sie es dann hochpumpen. Beziehungsweise wenn Sie das Gefälle haben, können Sie es direkt machen, dass Sie es irgendwie in die Wiese oder in ein Feuchtgebiet ablassen, beziehungsweise pumpen es hoch und verteilen es so, wie Sie es lustig sind. Sie dürfen das nicht offiziell auf Nahrungsmittelflächen verteilen, aber auf Wiese, Büsche, Bäume oder wie gesagt, ein selbstkonstruiertes Feuchtgebiet ist mit diesem Abwasser kein Problem. Wir haben das uns so eingebaut und dann hatten wir es am Anfang noch so, dass wir das Abwasser dann über den Teich geleitet haben und der Teich hatte dann Überlauf und da ist es rausgelaufen. Und das hat sich Frau von der Behörde extra gekommen, hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist mal ein System, das gefällt ihr. Also die guckt sich jeden Tag 20 Kläranlagen an und nimmt die ab und das hat sie gesagt, das funktioniert, das ist tatsächlich, hier bleiben die Nährstoffe an der Oberfläche da, wo sie hingehören. Und wenn sie es wirklich nur auf 10, 20 Quadratmeter, auf 10 Quadratmetern mal ein Feuchtgebiet machen und dann einfach ein bisschen Sumpf und es da immer ein bisschen weg sickern lassen, völlig in Ordnung, kein Problem. Sie werden feststellen, nach ein paar Monaten, Jahren, wenn Sie das an einer Stelle immer machen, werden Sie da und natürlich auch ein bisschen Wachstum dazu lassen, ein paar Weiden da reinstecken, die das verdunsten können und vielleicht Schilfe oder einfach schöne Obstbäume oder was auch immer, Sachen, die das verdunsten können, dass Sie da einen enorm guten Boden kriegen innerhalb von wenigen Jahren. Wenn Sie da noch Kohle mit in den Boden reinkriegen, kriegen Sie sogar eine Terra Preta und haben die Nährstoffe ganz easy über die Kleinkläranlage. Genau, also das mein System für eine Kleinkläranlage, was ich Ihnen empfehlen würde, bauen Sie sich eine billige, möglichst klein konstruierte, also so klein, wie Sie sie bauen dürfen. Bauen Sie sie so billig und klein, wie Sie das Ding bauen würden. Die SBR-Reaktoren, die funktionieren, da können Sie bis zu 12 Leute in so einer Anlage mit 2.000-3.000 Euro anschließen. Also bauen Sie das nicht irgendwie, ich baue das größer, weil das ist nötig. Nee, das brauchen Sie nicht. Die Anlagen sind sowieso alle schon ein bisschen groß ausgelegt. Und wenn Sie das ab und zu mit DM betreiben, werden Sie da so eine stabile Mikrobiologie bekommen, dass Sie da keine Probleme bekommen, auch wenn Sie da ab und zu nicht da sind, dass Sie da, wenn Sie da mal wieder einen Schluck reinmachen, wenn Sie am Wochenende wieder da sind, dass Sie dann wieder eine stabile Biologie bekommen. Das geht mit diesen SBR-Anlagen, mit DM funktioniert die wunderbar. Wir haben einen Kläranlagenbauer, einen Kleinkläranlagenbauer hier in Parchim. Der baut jedes Jahr 200-300 Kläranlagen. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war lange Zeit so. Jetzt macht eben auch unheimlich viele, offensichtlich tausende Wartungen im Jahr für Kleinkläranlagen. Und da gibt es immer mal wieder Probleme, klar, bei so vielen Anlagen. Typischerweise das Erste, was er macht, ist, wenn er irgendwo eine Anlage hat, die ein Problem hat, hau erstmal 5 oder 10 Liter EM rein, dass die Biologie mal wieder richtig in Gang kommt, dass der Schlamm abgebaut wird, dass die Ventile sich mal wieder freifressen
und der Ablauf wieder funktioniert. Und dann guckt er weiter. Und also das selbst seine eigene Flankenkläranlage, der hatte eine Flankenkläranlage, der Betreiber dieser Firma, und war eben nicht damit zufrieden und hat dann von EM gehört und hat einmal da EM eingesetzt in der Flankenkläranlage, sprich ganz normal über die Abflüsse da EM reingegeben, beziehungsweise Triathlon-aktiv, und dann fing das plötzlich wirklich massiv an zu wachsen. Also dann sind die Flanken plötzlich abgegangen und gewachsen, dann hat er die Klärleistung gehabt und das Ding hat funktioniert. Also selbst die Profis, die Profi-Kläranlagen bauen, sind oftmals von EM dann noch überrascht, wie gut die dann noch die Probleme da der Anlagen lösen können. Und was macht EM eigentlich in der Kleinkläranlage? Ich habe jetzt ein bisschen über die allgemeine Technik geredet, und die Technik ist eigentlich, ja, Technik ist schon mal ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde ist es immer dasselbe. Wir haben die gleiche Mikrobiologie, aerobe, also atmende Mikroorganismen, anaerobe sind auch mal dabei, aber die atmenden Mikroorganismen, die müssen irgendwo drauf sitzen, entweder auf Belebschlamm, auf kleinen Schlammteilchen, die umgewirbelt werden, oder auf bei Festbettkörpern sind es dann irgendwelche Strukturen, Steine oder sonst was, Plastik, die man da in die Festbettanlagen reinhängt, wo die Oberfläche ist, die man auch belüftet dann von unten. Dann haben wir Rotationstauchkörper, also Dinge, die immer wieder, Scheibentauchkörper, die immer wieder in die Luft kommen und runterkommen und Luft kommen und runterkommen, die Oberfläche bieten. Und dann haben wir Pflanzenanlage, die Oberfläche an den Kiesbett liefern und an den Pflanzenwurzeln und durchgeströmt werden. Und das ist im Grunde alles das Gleiche, die gleiche Mikroorganismen, alles biologisch, alles die gleiche Grundlage, nur unterschiedliche Technik, wie wir den Sauerstoff und die Oberfläche für die Mikroorganismen bereitstellen. Was macht jetzt die EM in Kläranlagen dazu? Das Problem ist, dass die anaerobe Phase in diesen Kläranlagen, und wir haben ja immer auch große Teile dieser Kläranlagen, die anaerob ohne Sauerstoff, dass diese anaerobe Phase gerne massiv in Fäulnisprozesse abrutscht, gerade wenn die Kläranlage überlastet ist mitunter oder vielleicht auch mal durch schwierige Reinigungsmittel oder so einen Schluck aufbekommt oder weil sie lange nicht benutzt wurde, biologisch nicht funktioniert, dann werden die anaeroben Prozesse, also die Fäulnisprozesse, massiv, und diese Fäulnisprozesse produzieren ganz viel Schlamm, das heißt, wir haben einen erhöhten Schlammanfall, Gerüche, es stinkt, wir kriegen die Ablaufwerte nicht mehr hin, weil durch die Fäulnis haben wir dann Giftstoffe, die produziert werden, wir entsteht Ammoniak und Schwefelwasserstoff und andere richtige massive Giftstoffe, die eigene Mikrobiologie vergiften, das heißt, dann funktioniert auch der Abbau mit Sauerstoff nicht ordentlich. Und diese Fäulnisprozesse, die können wir mit EM eliminieren. Wir schieben die Fäulnis weg mit EM und etablieren eine milchsaure Fermentation im anaeroben Bereich. Milchsaure und Hefenfermentation im anaeroben Bereich. Also wir wandeln die Kohlenhydrate und Eiweiße um zu Aminosäuren und flüssigen Aminosäuren und Kohlenhydrate um zu flüssigen Milchsäure, Essigsäure, Alkohol, Propionsäure. Also das wird alles verflüssigt. Und in der flüssigen Phase, dann mit Sauerstoff, kann es dann sehr gut abgebaut werden. Und diese Fäulnisgifte werden eben vermieden. Das ist das, was EM macht, und deswegen leistet EM, und das ist in diesen ganzen Testanlagen, EM wurde schon hin und wieder mal in Testanlagen, Testkläranlagen verwendet, aber die Testkläranlagen laufen eben, ne, das sind optimal laufende Anlagen, die werden optimal täglich mit dem gleichen Nährstoffmix, Standard Kläranlagen Nährstoffmix beschickt. Da bricht die Biologie nicht zusammen, die sind optimal konstruiert, die kriegen nicht mal ein antibiotisches Reinigungsmittel rein oder werden nicht mal überlastet oder werden mal einen Monat lang nicht benutzt. Nein, die Dinger laufen perfekt rund. Wenn sie da EM reinmachen, ist der Effekt relativ gering, obwohl wir hatten mal so eine Untersuchung in Bleustoff von der Barbara Matthias, die hat das in Bleustoff auf ihrem EM-Pinocchiohof mal anregen können, dass so eine Untersuchung stattfindet, dass sie das in der Testkläranlage machen, hat auch die Werte bekommen. Die Werte waren nicht so viel besser als bei der normalen mit EM, ne, zwei Anlagen, eine mit, eine ohne. In diesen Testkläranlagen, das ist dann nur ein Liter mit ganz wenig Milliliter Abwasser jeden Tag, da war das nicht so viel besser mit EM, aber was die Anlagenbetreiberin auch gemacht hat, Mensch, das stinkt ja gar nicht. Die hat beide Anlagen am Schluss reinigen müssen und dann aufgemacht, und die eine stinkt eben brutal nach Schwefelwasserstoff und die andere hat nicht gerochen. Aber die normale Kleinkläranlage muss eben mit den täglichen
Widrigkeiten und ganz unterschiedlichen Materialien und einer schwankenden Mikrobiologie, schwankenden Anfallmenge an Abwasser klarkommen. Und da kann EM dann seine Stärken ausspielen, das stabilisieren, auch unter schwierigen Bedingungen noch eine gute Abbauleistung gewährleisten. Was macht es? Fäulnisgerüche werden beseitigt. Es wird dadurch, dass die milchsaure Fermentation besser, die Schlammverflüssigung besser funktioniert, wird deutlich weniger Schlammabanfall sein. Das heißt, wir müssen über viele Jahre keinen Schlamm abfahren. Alle 5 Jahre werden sie sowieso gezwungen, Schlamm abzufahren, obwohl sie vielleicht gar keinen brauchen. Mit anderen Worten, mit EM haben sie maximal noch den normalen Schlammabfahr, also den sowieso vorgeschriebenen Schlammabfahrrhythmus. Aber nicht, weil sie selber zu viel Schlamm haben, müssen sie da jetzt abfahren. Das wird mit EM nicht passieren. Die Ablaufwerte verbessern sich. Also besonders BSB und CSB, das ist ja das Wesentliche, was gemessen wird. Auch Stickstoff geht runter. BSB und CSB so Drittel runter, Hälfte runter. Also es wird oft ungefähr halbiert, die Ablaufwerte. Wenn wir da langjährige Betreiber haben, die das Werte kennen, die waren dann halt immer so nah gerade an der Grenze, 100, 150 die Gramm je Liter oder Milligramm je Liter, weil es nicht Sauerstoff. Und mit EM sind die dann irgendwo bei 35, 50 so, also in den Bereichen deutlich, deutlich unter den Grenzwerten, und davor waren sie immer so gerade an den Grenzwerten dran. Das haben wir also beobachtet, dass die BSB und CSB-Werte deutlich runtergehen. Die Anlagen laufen, wie gesagt, stabiler. Und was noch interessant ist, ist, dadurch, dass wir weniger Schlammanfall haben, die Mikrobiologie ist so aktiv, dass wir auch weniger Verstopfung haben. Also diese Anlagen laufen einfach ruhiger, weil das ist ja oft mal das Problem, dass sich irgendwo Schlamm festsetzt, der dann nicht aufgelöst werden kann in der Versickerung, im Ablauf, im Überlauf oder wo auch immer. Und wenn wir da EM nehmen, dann löst sich der Schlamm eben auf. Und das ist also auch als Krisenmaßnahme mal ganz schnell ist das geeignet. Angewendet, wie gesagt, 5 Liter auf einen Schlag, da wird erstmal die ganze Anlage durchgespült, und zwar einfach über irgendwelche Abflüsse. Müssen Sie nicht überlegen, die Kläranlage aufmachen, welche Grube. Nein, ganz normal über, suchen Sie sich 2, 3 Abflüsse aus, damit Sie gleich das Rohrleitungssystem noch mit reinigen sozusagen. Speziell wenn irgendein Abfluss stinkt, EM rein. Und an diesen Stellen verteilen Sie Ihre 5 Liter EM, die Sie auf einen Schlag reinhauen in die Kläranlage. Und dann, wie gesagt, jede Woche nochmal so einen halben Liter. Auch das kann man über verschiedene 10 Wochen lang einen halben Liter auf verschiedene Abflüsse verteilen, sodass wir die Anlage stabil in diese neue Mikrobiologie kriegen, in diese neue Richtung. Und das reicht eigentlich schon. Und dann läuft sie gut in der neuen Richtung. Jetzt muss man eigentlich nur gucken, dass es in dieser Richtung bleibt und nicht wieder zurückkippt in Fäulnisprozesse zu starke. Und dafür kann man dann einmal im Monat ein bisschen EM reinmachen, beziehungsweise wenn man EM ab und zu mal im Haushalt verwendet, selber EM trinkt oder das ab und zu mal zum Putzen in der Geschirrmaschine, in der Waschmaschine verwendet, dann reicht das schon aus. Das reicht aus, um diesen Prozess in der Kläranlage stabil zu halten. Genau. Also im Grunde, ich bin gar nicht so sehr gegen Kläranlagen, wenn man den Klärschlamm und der Klärschlamm, der ja mit EM kaum anfällt, und das gereinigte Abwasser nicht einfach in den nächsten Fluss kippt, wo es dann ins Meer kommt, sondern mit EM erstmal eine gute Mikrobiologie herstellt, das auch im Abwasser ist ja immer noch ein bisschen drin, dass wir da zumindest eine gute Mikrobiologie haben, und dann dieses Wasser aber zur Bewässerung einsetzt. Auf landwirtschaftlichen Flächen, auf Biomasseflächen zum Beispiel, wunderbar für Weiden, Pappeln, Mais oder sonst was. Oder einfach für Sie im Hausgarten, anstatt jetzt das Brunnenwasser zu nehmen oder das teure Stadtwasser, was Sie dann dreimal bezahlen, wässern Sie doch einfach zumindest Ihre Wiese und Ihre Büsche und Ihre Bäume mit Ihrem eigenen gereinigten Abwasser. Das wäre meine Empfehlung. Ich habe hier noch ein zweites Produkt stehen, das ist EM Keramikpulver. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, das noch komplett zu erklären. Die allermeisten arbeiten nur mit dem Triateraktiv EMA, wo diese 10 Liter eben erstmal für die initialen 10 Wochen ausreichen, um die Kläranlage
in eine gute Position zu kriegen. 10 Liter, 25 Euro. Damit kriegen Sie also Ihre Kleinkläranlage in den guten EM-Bereich. Für Pflanzenkläranlagen bzw. für Kläranlagen, wo der Schlamm lange nicht abgefahren wird, kann man auch zur Verbesserung des Wassers und der Mikrobiologie etwas EM-Keramikpulver reinmachen. Hier so 500 Gramm auf die Kammern verteilen bzw. bei der Pflanzenkläranlage auf das Pflanzenbeet verteilen. Das ist da durchaus eine gute Variante. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen. Also, mit EM sind die Kläranlagen leistungsfähiger, Sie können sie kleiner bauen, sie sind zuverlässiger und können auch bei schwierigen Anfall an Abwasser gut arbeiten. Sie können, wenn Sie eine neue Kläranlage planen Sie sie so minimal, wie Sie sie machen können. Die billigsten sind typischerweise die SBR-Anlagen, die Apuris oder Aquamax oder wie sie alle heißen, Arbeon. Eine Pflanzenkläranlage kann man machen, hat seine Vorteile, wenn man den Platz hat, wenn man sagt, das ist kein Problem und das Bewässerungswasser nicht haben will, weil das ist dann natürlich überwiegend von dem Schilf da verbraucht, da kommt kaum was raus, ganz oft, speziell im Sommer in der Pflanzenkläranlage ist da nicht viel, was hinten rauskommt. Also wenn Sie sagen, ich brauche das Abwasser nicht persönlich zum Bewässern irgendwie und ich habe den Platz, dann machen Sie ruhig eine Pflanzenkläranlage. Ist aber durch den großen Bodenaushub und das viele Material, was da bewegt werden muss und die teure Folie, ein gutes Stück teurer typischerweise als die normalen SBR-Anlagen, wo man einfach Technikbausatz, das ist ja mehr oder weniger nur so ein Plastikteil, wo dann das Wasser hochsteigt, eine Belüftung und noch ein Rohr dran. Diese Apuris oder Aquamax-Dinger, die man für 2000 Euro mehr oder weniger bekommt und mit Einbau dann irgendwie 2500 Euro oder so. Und das normal in der 2- oder 3-Kammer-Klärgrube installieren kann. Also bauen Sie es minimal, bauen Sie die SBR-Anlage, wenn es sich anbietet und nutzen Sie Ihr Abwasser aber mit einem Pumpenschacht, nutzen Sie Ihr Abwasser zur Bewässerung und nicht zur Versickerung einfach ins Grundwasser, sondern nutzen Sie es oberflächlich zur Bewässerung, dass die Nährstoffe, die ja auch im Abwasser noch massiv drin sind, dass Sie die nicht einfach in den nächsten Fluss oder ins Grundwasser spülen, sondern dass er an die Oberfläche kommt, da wo er den Pflanzen und dem Boden zugutekommt. Und wenn Sie dann diesen Flächen, die Sie dann besonders großzügig mit diesem BDM gereinigten Abwasser verwöhnen, auch noch ein bisschen Kohle ausstreuen, via Terrastreu oder reine Pflanzenkohle, die wird sich da in 0, nichts beleben, weil sie eben immer auch ein bisschen Nährstoffe mitbringt und in 0, nichts mit Nikroorganismen aufladen und dann haben sie an diesen Stellen auch Terrapreta. Das ist mein Tipp zu Kläranlagen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu verwirrend. Und ansonsten Kläranlagen eine faszinierende Technologie und es sind alles Mikroorganismen, die Klärleistung machen. Und wie gesagt, mit EM können wir das alles noch ein bisschen steigern, verbessern und stabilisieren. Vielen Dank, bis nächsten Freitag.